Herr Dr. Ellrich, Sie sind Spezialist für die Optimierung von HR-Prozessen. Wo gibt es aus Ihrer Sicht den größten Optimierungsbedarf bei den Kunden? Also optimierungsbedürftig sind im Prinzip viele dieser Kernprozesse in den Personalabteilungen. Ich möchte mal drei rausgreifen. Das ist einmal das Bewerbermanagement. Dort geht es im Prinzip darum, wie kann ich mich modern darstellen, wie kann ich das alles möglichst systemgestützt durchführen, damit ich auch die Kandidaten richtig abholen kann. Der zweite Bereich ist so alles rund um die administrativen, abrechnungslastigen Themen. Da geht es auf der einen Seite um ein internes Kontrollsystem, welches da sein sollte, um sicherzustellen, dass die Abrechnung, die Zahlungsströme alle richtig laufen. Und dann geht es natürlich um eine systemische Unterstützung dieser doch eher Massentätigkeiten, dass man dort die Potenziale der Systeme auch ausnutzt, um das möglichst schlank und schnell zu erledigen. Und der dritte Bereich wäre so die Zeitwirtschaft, die Personaleinsatzplanung. Auch da gibt es einen großen Optimierungsbedarf. Sowohl in den Prozessen als auch in den Systemen. Das sind mal so die drei Highlights. Ohne Software geht es also offensichtlich nicht. Ja. Und dazu gehört natürlich auch ein Pflichtenheft. Worauf sollte man bei der Erstellung eines Pflichtenheftes dann achten? Bei der Pflichtenhefterstellung ist elementar, dass man nicht vom Status quo ausgeht und versucht, den abzubilden, sondern dass man sich überlegt, wie soll es zukünftig ablaufen, was sind meine Sollprozesse, wie möchte ich in der Zukunft arbeiten und dass ich das formuliere und in ein Pflichtenheft unterbringe. Dabei dann Kriterien bilde, die sich unterscheiden in Muss, Kann und Soll und die Muss-Kriterien dann entsprechend auch so beschreibe, dass das der Hersteller oder der Dienstleister, den man anbietet, auch versteht. Das ist meistens auch so ein kleines Problem, dass die Dinge so formuliert sind, dass es ein Anbieter nicht so richtig versteht und im Zweifel dann ein Ja ankreuzt, dass es vorhanden ist. Aber wenn es vorhanden ist, heißt noch lange nicht, dass es auch brauchbar ist. Das heißt, die Funktion ist da, aber die Anwendung ist ein bisschen schwierig. Also das sind so die wesentlichen Themen. Und am Ende, ganz wichtiges Thema, ist die Referenzeinholung und dann auch ein Referenzbesuch, der viel zu oft nicht gemacht wird, weil man die ganze Energie ins Pflichtenheft steckt. Das ist wichtig, aber letztlich ist auch entscheidend, ob denn die Dinge in der Praxis auch gelebt werden. Und das kann man nur in den Rahmen eines Referenzbesuchs dann auch rausfinden. Was meinen Sie konkret mit Referenzbesuchen? Also mit Referenzbesuchen meinen wir tatsächlich vor Ort vorhandene Kunden des Anbieters zu besuchen, einen Fragenkatalog mitzunehmen und zumindest mal die Muss-Kriterien, die man im Pflichtenheft definiert hat, die nochmal im Detail abzufragen, wie die denn genau in der Anwendung funktionieren, ob der Kunde denn zufrieden ist und wie das Verhältnis war zwischen dem Ausschreibungsprozess und der tatsächlich gelebten operativen Praxis dann hinterher. Weil da erleben wir dann schon nochmal Unterschiede und es macht auch Sinn, diese Referenzen auch selber nochmal zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen, wenn ein Lieferant oder ein Dienstleister eine Referenz nennt, ob das auch eine relevante Referenz in diesem Umfeld ist. Also da lohnt sich es auch ein bisschen nochmal nachzufragen, ist denn die gleiche Software im Einsatz oder ist das eine ältere Version etc. pp. Also da kann man nochmal relativ viel rausholen für diesen Systemauswahlprozess. Empfehlen Sie Ihren Kunden eher Cloud-Lösungen oder doch die klassischen On-Premise-Lösungen? Das ist auch eine gute Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Weil letztlich hängt es immer davon ab, wie die Strategie des Kunden selbst ist. Als Beispiel, wenn es ein großer Kunde ist, ein großes Unternehmen ist mit einem eigenen Rechenzentrum, dann können die auch eine Software selbst betreiben. Dann muss man das nicht unbedingt über eine Cloud laufen lassen. Wenn es eher kleinere Kunden sind, dann bietet sich natürlich eine Cloud-Lösung eher an als eine On-Premise-Lösung für den IT-Betrieb. Die andere Frage ist natürlich auch, was macht die Applikationsbetreuung? Wenn man selber in der Lage ist, Mitarbeiter dafür zu gewinnen oder die sind schon vorhanden, beispielsweise im SAP-Umfeld, dann kann man das auch selbst betreiben. Wenn solche Mitarbeiter nicht da sind, dann würde sich auch wiederum eher eine Cloud-Lösung anbieten. Also insofern kommt es immer auf den Einzelfall drauf an, auf die Strategie, die das Unternehmen an sich auch fährt. Was sind denn die Zukunftsthemen, mit denen sich HR beschäftigen sollte und mit denen HR auch in der Geschäftsführung sicherlich auch punkten kann? Also HR beschäftigt sich ja sehr stark immer noch mit administrativen Themen und das darf und muss sich wandeln zukünftig. Denn die Personalabteilung, so verstehen wir sie und so beraten wir auch und unterstützen auch unsere Kunden, soll eigentlich der Befähiger sein für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter in einem Unternehmen. Und dafür muss Personal geeignete Instrumente und Methoden zur Verfügung stellen. Und das kann Personal natürlich nur dann leisten, beziehungsweise die Personalabteilung nur dann leisten, wenn sie auch den Freiraum dafür hat, das zu tun. Deswegen
gilt es, die administrativen Themen zu reduzieren, um dann Instrumente, Methoden für Führungskräfte und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze, wenn es geht, natürlich auch noch innovativ, weil Innovation ist natürlich auch so ein Megatrend, der in aller Munde ist. Und da kann die Personalabteilung mit gutem Beispiel vorangehen, selbst innovativ sein, innovative Leistungen anbieten, aber auch innovative Methoden und Instrumente ins Unternehmen reintragen, sodass Innovation letztlich zu einer Kultur wird und nicht irgendwo eine Abteilung ist, die an der Geschäftsführung hängt und sagt, wir müssen jetzt mal innovativ sein. Das wären so die Spielfelder, die wir sehen für Personal in der Zukunft.